Schon. Na, du wolltest gegen mich kämpfen, ne? War bei Pokémon, oder? Wenn ja, kannst ja schon mal dich bereit machen und so weiter. Werd einmal kurz einen Free-for-all-Kampfzeug machen. Quatsch, Einzelspieler. Kampf meine ich, bla. Und ja. Also, das ist Pokémon Tekken. Nicht wundern, ich hab Audiosprachzeug auf Japanisch eingestellt, weil das Englische ging mir ein bisschen auf den Sack von der alten. Bevor wir irgendwas machen, Amiibo-Zeug uns holen. Da kommt man jeden Tag immer ein bisschen was. Okay, Geld. Toon Link, was gibst du mir? Also, Tummeluff hat mir Geld gegeben. Toon Link gibt mir einen Weihnachtsmann-Anzug, okay. Und normaler Link gibt mir Garuas Freund. Okay, Einzelspieler. Zeig ich mal, wie das Spiel so funktioniert. Und ja. Ich benutze natürlich Gengar. Habe ich auf Stufe 20 bisher alle Punkte in Angriff getan. Ist eventuell nicht so super toll. Aber bisher hat es für mich funktioniert. Helfer. Helfer sind so. Helfer. Pokémon einfach, die man einsetzen kann. Und so weiter. So, was haben wir denn? Stadion. So, gegen anderes Gänger. Okay. So, ich weiß nicht, wie gut ich bin im Vergleich zu anderen Leuten. Also bisher ging es relativ locker für mich durch, nachdem ich ein bisschen mal Zeug gemacht habe und so. Daher mal schauen. Macht auf jeden Fall recht Spaß. Meine Kritik von weiß nicht, damals, als das Spiel rauskam oder wann auch immer. Fuck. Fuck off. Er steht immer noch. Ich finde, es gibt viel zu wenig Pokémon in dem Spiel. Aber an sich macht Spaß. Und ist recht cool. Auf jeden Fall recht cool. Passt das Spiel eigentlich von der Lautstärke her? Oder ist es zu laut? Passt. Okay.
Sehr gut. So. Na, ich weiß nicht, wie das mit dem Online-Kampfzeug funktioniert. Blablabla. Freundschaftsmatch. Okay, also now. Mach mal Freundschaftsmatch mit Matchcode, damit wir uns, damit du dich verbinden kannst und sonst kein anderer. Matchcode ist einfach MGGLP, alles klein. Hier wird's angezeigt. Den einfach dann, glaube ich, einfach eingeben, bestätigen und dann warten wir mal. Ich werd auch irgendwann, oder ich werde heute auch ein paar andere Gänger probieren. Ich habe bisher nur mit Gänger gekämpft. Ich habe mit den anderen noch absolut keine Erfahrung. Aber ja. Ich spiele mal eine Runde mal mit Gänger und dann. Ach, das geht auf Zeit, die Suche. Nur 10 Sekunden. Das habe ich nicht gewusst. Achso, und dann beginnt Computerkampf. Okay. Also, dann spielen wir mal so lang gegen Computer, bis wir mit Nao verbunden werden. Oder jemand anders, falls jemand das Spiel hat und gegen mich kämpfen möchte. MGGLP einfach als Code eingeben. Und dann kann man gegeneinander spielen. Bist auch in einem Kommkampf. Dann sollten wir, glaube ich, gleich verbunden werden. Scheiß Ding blockt. Saumäßig. Ey, neuer Hund. Okay. Now. Mit Gewaltrohr, okay. Geheimagent. Österreich, Tirol. Im Geisterhaus sind wir. Sehr schön. Ein Vorteil. Du entscheidest dich immer nach Bauchgefühl, Frau. Das ist schön für dich. Okay. So, mal gucken, wie es mit Leck aussieht. Ich muss sagen, leckmäßig finde ich, ist absolut keiner da. Ich merke zumindest nichts. Leckmäßig. Oder Delay oder sonst wie. Was ist das denn? Na. Okay. Nani desu ka? Sugoi. Round 2. Vasilio, okay. Ah.
Greift er mich. Leiste voll. Final round. Okay. Mega. Bäm, gesprungen, Bitch. Der Kampf jetzt, der letzte, der war recht knapp. Das ist gut. Also Angriff. Rückkampf. Pokémon für Rückkampf wechseln. Probieren wir mal was anderes aus. War knapp. Wenn ihr Zuschauer irgendwie mal ein bestimmtes Pokémon sehen möchtet, weil ich werde heute wahrscheinlich nicht zu allen kommen. Aber wenn ihr ein bestimmtes Pokémon sehen möchtet, mit dem ich kämpfe, bitte einfach mal in den Chat schreiben. Dann benutze ich die. Wrestler Pikachu, benutzen wir dich mal. Gambatte! Knackrack. Wolltest du verschlagen? Perfekt. Die Ruinen. Ich glaube, die Arena habe ich, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Yeah! Lucha Pikachu. Machst Lucha Bank, Lucha Sachen. Okay, das Doppelteam, das brauche ich nicht. Bam! Knack. Pikachu. Das habe ich übrigens auch schon ein bisschen gemerkt. Pikachu ist OP. Irgendwie. Also Pikachu ist ein bisschen unfair irgendwie. Finde ich, keine Ahnung. Ah ja. Oder es war nur der eine Kampf, gegen den ich mal gekämpft habe. Also ich habe mal in einem Einzelkampf auf normal, ich weiß nicht, gegen Pikachu oder Wrestler Pikachu gekämpft, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Und ich bin so super heftig gestorben. Yeah! Pikachu! Yeah! Was machst du jetzt? Body Slam! Nice! Bam! Ja!
Set Attacken. Könnten wir so sagen, ja. Bullshit. Bullshit. Bullshit! Bam! Ich sehe gerade, Wrestler Pikachu hat ein Herz als Schwanzende. Beide leisten Folgendes. Nein! Okay, das hat eine gute horizontale, ich meine vertikale Reichweite. Ist so beim Cosplay. Ah, cool. Nicht gewusst. Pikachu! Celia, nix. Na. Fuck. Sehr gut gekämpft. Eieiei. Bonus. Kaum. Yatta ne! Otsukaresama! Battle wa miteitemo omoshiroi ne! Skill point! Glücksbonus, was bekomme ich? Atarashii item ga teni haitta yo! Etoa. Wir haben 30 Kämpfe gewonnen. Talentierter Trainer. Nice, danke schön. Rückkampf. Wechseln. So. Also wenn ihr was Bestimmtes sehen möchtet. Ja, nehmen wir mal Lucario. Das zweitbeliebteste Pokémon neben Pikachu. Ja, um das Spiel mal ein bisschen zu erklären, es gibt zwei Kampfphasen, einmal die Feldphase und einmal die, die andere Phase, weiß jetzt, fällt mir jetzt nicht ein. Also einmal die Kampfphase, die Feldphase, in dem er normal rumläuft und so weiter, mit der man auch immer anfängt. Und dann eben die andere Phase, wo es wie ein 2D-Kampfspiel ist. Also das hier ist die Feldphase, kann man rumrennen und so weiter. Und jetzt, nachdem er den Gegner ein paar Mal angegriffen hat... Ja, wir phasen weg... Ah ne, wir waren schon in der anderen Phase drin. Ja, das ist die andere Phase, wo es wie ein 2D-Kampf Ding ist, also wo man hauptsächlich nach vorne, nach hinten gehen kann und nicht zur Seite oder sonst wie. Und ja, das so ein bisschen mehr wie Street Fighter funktioniert. Okay, mega. Okay. Jetzt sollte ich mich eventuell ein bisschen mehr auf den Kampf konzentrieren. Fuck. Genau. Ich kenne mich mit den Helfer-Pokémon nicht so super toll aus.
Yeah, Mega Lucario. Bam, Kamehameha. Na, ist beschäftigt. Dankeschön, Crazy. Alligator. Nice. Geh weg. Mega Frau. Nein. Bah! Unbesiegbarkeitsframes. Konter ging nicht durch. Zu spät gedrückt. Verloren. Macht nichts. Auch sehr guter Kampf. Crazy Games, du folgst jetzt? Was? Hast du das bisher noch nicht gemacht? Dankeschön. Danke fürs Folgen. Und fürs Trinkgeld und so. So. Nehmen wir mal das andere Geister-Pokémon. Nehmen wir die Helfer, mit denen kenne ich mich am besten aus. Zumindest bei denen weiß ich wenigstens auch, was die anständig machen. Logok. Okay. Drachennest. Das ist auch neu. Zumindest für mich. Los, Gelabra! Okay. Skelabra ist interessant. Ah!
Eieiei. Gruselig. Das war mega Entwicklung verschwendet. Für dich. Glücksbonus, was bekomme ich? Ewiger Schüler. Bullshit. So. Eventuell schaffen wir doch heute noch alle anderen. Wenn ich sie nicht gespielt habe, dann now. Passen uns perfekt an. Immer Pokémon, die wir beide noch nicht hatten. Das passt. Was fehlt denn dann noch? Machomai? Ich weiß gar nicht. Machomai fehlt dann noch und keine Ahnung, was noch. Utena. Ach ja, das Feuerfuchs. Das war ein Distanzangriff und das hat zu einem Phasenwechsel geführt. Was? Yo, Pikachu! Ein scheiß Distanzangriff führt zu einem Kack-Phasenwechsel bei Pikachu. Heftig. Volt Tackle, los! Ja! Yeah. Pikachu hat auf einmal eine Menschenfaust bekommen. Fuck! Fuck! Ein ziemlich starker Gegner. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Frau. Pikachu hat nicht reagiert. Fuck Pikachu, mach anständige Sachen, bitte. Okay. Nehme ich. Das Problem ist jetzt, er hat sein Limit voll. Ich nicht mal ansatzweise.
Oi, oi. Pikachu. Fünf Online-Kämpfe bestritten, Mais. Immer höflich. So, machen wir noch einen. Macholo und Regena fehlen noch. Dann. Glurak fehlt noch und Nibuna. Also die vier. Nehmen wir das Ding. Keine Ahnung, wie gut Macholo ist. Oder was das Ding überhaupt kann. Werden wir gleich sehen. Jetzt Nibuna. Okay. Nibuna ist Tempo, machen wir mal Kraft. Schnee. Tolle Muskeln, machen wir mal. Ja. Ganz tolle Muskeln. Round 1. Okay. Ach, um mal super merkwürdig zu spielen. Fuck. Okay. Machen wir es sau merkwürdig zu spielen. Ja, zumindest sehr anders als die anderen irgendwie gefühlt. Sehr, sehr komisch. Das ist irgendwie merkwürdig, ein Viech mit vier Armen. Menschenähnliches Viech mit vier Armen sieht komisch aus. So. Ich würde sagen, letzter Kampf. Now. Noch die letzten beiden, ja. Willst du irgendjemand speziellen? Also wir haben Feuerflug gegen Feuer Psycho, glaube ich. Glurak gegen Regena. Magst du jemanden bestimmten haben oder? Ah! Zeit abgelaufen. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt beide gleich
So, vielleicht beide. Rutena. Ja! Gut, dann machen wir Rutena Ditto und dann ein. Machen wir danach noch ein Glurak Ditto. Also, Glurak gegen Glurak. Rutena gegen Rutena. Der Typ auf dem Fahrrad im Hintergrund ist übrigens sauheftig. Macht nix. Scaraborn da hinten im Hintergrund, auch sehr, sehr gut animiert. Ich hab gedacht, ich wäre nah genug dran. Bullshit. Warum hast du getroffen und ich nicht? Wir haben genau das gleiche gemacht. Bullshit. Warum?
Sehr schön, sehr schön. So, machen wir beide Glurak. Weiser Trainer. 5 Online-Kämpfe gewonnen. Kampfpionier. Nice. So, Glurak. Und dann war es das auch für heute. Ja, das war's dann. Im Stadion passt. Perfekt. Hui. Glurak so beweglich sein kann. Bullshit. Hier Mega-Entwicklungen durchführen kann, ist vom Spiel festgelegt. Beziehungsweise es gibt nur eine. Es gibt nur eine Mega-Entwicklung. Ich weiß es nicht, ob es X oder Y ist. Oder hier das Schwarze. Das andere. Die andere Mega-Entwicklung gibt es in dem Spiel nicht. Alter! Alter! Nicht die Fanservice-Version. Das ist ein Spiel mit 2 unterschiedlichen Pikachus und Lucario. Das ist Fanservice hoch 10. Alter! Geblockt. Das ist Pokémon Tekken. Beziehungsweise Pokémon Tournament. Bullshit. Komm. Komm, wie im ersten Kampf. Komm, wie im ersten Kampf. Jetzt! Nein, leider nicht kostenlos. Ist scheiß teuer. Immer noch. Das kam vor, weiß nicht, in einem halben Jahr raus oder so. Ist immer noch ziemlich teuer. Also mindestens 40 Euro. Mit einer der besten. War sehr gut. War sehr gut.
Sehr guter Kampf. Ich weiß nicht, wie es bei Queenie aussieht. Wenn du es haben möchtest, könnte ich es dir für 25 Euro verkaufen, weil ich hab's im Endeffekt demnächst zweimal. Aber Queenie hat erstmal Vorrang. Zumindest hat sie sich als zuerst gemeldet. Aber sie weiß da noch nicht ganz. Müsste da, glaube ich, noch mit ihrem Vater drüber sprechen, hat sie gemeint. Falls es bei ihr nichts wird, wenn du es und du das haben möchtest, könnte ich es dir für 25 Euro verkaufen. Ist dann wieder raus. Ah, okay. Irgendwie strange. Boah. Es ist gewöhnungsbedürftig. Aber an sich ist ganz cool. Also du hast halt hier auch verschiedene Pokémon. Leider nicht so besonders super viele. Und du hast zwei verschiedene Pikachus. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. War am Anfang auch ein bisschen sehr skeptisch. Aber ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Auch wenn ein bisschen wenig Pokémon dabei sind. Und ja. Ansonsten, wer das Spiel haben will, 25 Euro, ich würde es weggeben. Weil, wie gesagt, ich hab's. Ach, ist schon weg. Egal. Eventuell auch interessant für die Leute auf YouTube. Also, falls auf YouTube jemand das schaut und das Spiel haben möchte. Und bei Queenie das nicht durchgeht. Wie gesagt, ich hab's hier. Demnächst habe ich es nochmal hier. Und wie gesagt, ich würde es weggeben für 25 Euro. Ist ein guter Preis. Ist ein guter Preis. Weil, wie gesagt, aktuell geht's kaum unter 40 Euro oder so weg. Und da ich es zweimal hab. Und ja. Und ich das nicht zweimal brauche. Beziehungsweise für Leute, für die es interessant wäre, ich habe demnächst die Version mit Amiibo-Karte. Heißt, man kann mit der Amiibo-Karte dann auch als Schatten Mewtwo spielen. Besonderer Charakter, mit dem man, soweit ich weiß, nur spielen kann, wenn man eben diese Karte hat. Ich bin kein Idiot. Krätzi. Sagt die. Ich hab demnächst die Version mit Amiibo-Karte. Falls die jemand haben will, würde ich es, weiß nicht, für 35 oder so weggeben. Weil mit Amiibo-Karte ist das Ding dann nochmal knapp 20 Euro wertvoller. Also geht 60 Euro soweit, also sind meine letzten Infos, kann sich inzwischen auch geändert haben. Mal schnell gucken. Pokémon checken, also gebraucht auf Amazon 40 Euro, inklusive Amiibo-Karte gebraucht 62 Euro. Ja, also mit Amiibo-Karte ist das Ding nochmal ein bisschen mehr wert. Und ich habe demnächst die Amiibo-Karten-Version. Ich könnte es auch noch zeigen. Nein, jetzt ist zu spät. Vielleicht ein anderes Mal. Ja. Wer die Version mit Amiibo-Karte haben will, 35. Würde ich es weggeben und so. Aber ja. Nur weil es Interesse ist und so weiter. Und man gerade Geld hat oder nächst irgendwann. Oh, Moment. Fuck. Habe ich jetzt vergessen aufzunehmen oder habe ich die Aufnahme vorzeitig beendet?
Vergessen aufzunehmen. Geil. Darf ich das aus Hitbox rausschneiden? Muss ich mir aufschreiben. Nicht, dass ich das vergesse. Obwohl Pokémon Tekken werden wir. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es auf YouTube zu sehen, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Hat schon mir auch sehr Spaß gemacht. Können wir gern irgendwann mal wiederholen, wenn Zeit ist oder so. Wenn mal nichts Größeres geplant ist oder sowas. Und Zeit da ist und so. Können wir gerne mal wiederholen.